Hey Leute, weiter geht's mit Letzte Retro Pokémon, die Rote Edition. Wir machen jetzt Siegfried fertig. Oh, verdammt. Gyarados, es könnte eine heftige Nuss werden. Ich hoffe, er macht Drachenwut oder Hyperstrahl. Es. Nein. Es macht Hydropumpe. Das ist jetzt kein Volltreffer, oder? Doch, ein Volltreffer. Oh Mann, Leute. Ich glaube, wir könnten jetzt dann ohnmächtig werden, Leute. Ach, jetzt macht es Drachenwut. Ich glaube, das Spiel entscheidet, nachdem wir gewechselt haben, welche Attacke es benutzt. Fast. Hypertrank. Es entscheidet definitiv. Es hatte vorher noch volles Leben. Das heißt, wir machen eine Attacke und dann erst entscheidet der Gegner, was es wird. Nochmal ein Volltreffer, geil. Was er macht. Das ist irgendwie unfair. Wenn es kein Volltreffer ist... Wow. Wir haben es geschafft, Leute. Wir können noch gewinnen. Jetzt hätte ich gerne einen Top-Trank, aber wir haben keinen leider. Den würden wir erst kriegen, nachdem wir jetzt dann gewonnen haben. Dann würde ich nämlich welche kaufen. Belieber und Supertränke haben wir ja genügend. Machagelität, genau. Hyperstrahl. Dann muss es wenigstens wieder aufladen. Mach ich mal einen Beleber auf Dratini. Ausnutzen die Situation jetzt. Wieder einen Supertrank auf Glurak. Drachenwut. Ich glaube, jetzt mache ich es fertig. Geil. So, ich wechsle wieder auf Dratini. Dragonier sollte selbst mit einem Hyperstrahl nicht in der Lage sein, Glurak zu besiegen. Und es kommt sogar ein Hyperstrahl. Sage ich doch. Erstmal wieder einen Supertrank. Immerhin muss es sich erstmal aufladen. Das nutzen wir aus. So, machen wir es wieder fertig. Besiegt. Jetzt kommt Aerodactyl. Aber das besiegen wir. Ein Volltreffer. Ich hätte jetzt auch gerne einen Volltreffer.
Ich krieg sogar einen. Ja, geil. Ha. Dratini erreicht Level 25. Juhu. So, Dragoran, mal sehen. Ein Hyperstrahl würde mit Glurak besiegen. Ich hoffe mal, du machst keinen. Oh, daneben, zum Glück. Erstmal wieder einen Supertrank auf Glurak. Slam, kein Problem, Volltreffer. Mach Barriere, hast schon recht. Slam ging daneben, sehr schön. Flammenwurf. Nicht sehr effektiv. Stärke. Okay, wir machen es mit Flammenwurf fertig. Mit Stärke oder Zerschneider kommen wir da nicht mehr durch. Hyperstrahl. Genau deswegen habe ich aber die Heiltränke benutzt, die Supertränke benutzt. Damit du Glurak nicht besiegst, trotz Hyperstrahl. Ach, jetzt kommt ein Volltreffer, wo es auch ohne besiegt worden wäre. Naja. Siegfried wurde besiegt. So, bevor wir zu Darius gehen, wird erstmal wieder ein bisschen geheilt. Wir haben fast keine Supertränke mehr, Leute. Müssten wir auch mal wieder welche kaufen dann. Naja, aber wir kaufen uns jetzt dann erstmal Top-Tränke. Dann brauchen wir auch viel weniger Supertränke. Bin ich mal gespannt, ob wir das durchhalten. Also Taubos müsste leicht besiegt sein mit einem Flammenwurf. Fast, aber es brennt. Der Schneider. Simsala sollte mit einem Stärke besiegt werden können. Ist also auch sehr einfach. Jetzt darfst du genesen, solltest du das überleben, Simsala. Tust du aber nicht. Gut für uns. Rizeros ist nicht ganz so leicht zu besiegen, mit einem Angriff zumindest nicht, aber mit zwei. Zum Glück hat es uns nicht angegriffen. Da bleibt mehr Leben für Glurak übrig. Es brennt! Versuchen wir es mit einem Stärke. Oh, ich dachte, der würde mehr Schaden machen. Aber naja.
Vielleicht sollte sogar ein Zerschneider reichen. Volltreffer! Geil! Dratini erreicht Level 26! Juhu! Arcani kommt als nächstes. Au. Machen wir Stärke. Volltreffer, sehr gut für uns. Kukowai, das ist kein Problem. Flammenwurf. Es hat überlebt. Fünfmal getroffen, natürlich. Muss es jetzt nochmal richtig Schaden verursachen. Und jetzt kommt Turtok. Ich werde jetzt nicht wechseln. Ich möchte jetzt nicht in Ohnmacht fallen. So kurz vor dem Sieg. Das war schon mal sehr gut. Oh, fünfmal? Geil. Volltreffer und jetzt fünfmal. Fünf Treffer, komm schon. Fünf Volltreffer. Nein, nur zwei. Schade. Naja, immerhin zwei. Einer noch und danach können wir es besiegen. Sogar mit einem Zerschneider könnten wir es besiegen jetzt. Top-Genesung. Was? Nicht gut. Jetzt hätte er aufgehört und jetzt hätten wir es besiegen können. Mist. Da ging der wohl ein bisschen zu weit, der Feuerwirbel. Aber bisher jeder Feuerwirbel ein Treffer, das ist sehr schön. Turtok hat noch nicht eine einzige Attacke gemacht, Leute. Vollarmenwurf, jetzt besiegen wir es. Volltreffer, geil. Geschafft, Leute.
Und Glurak erreicht Level 78. Juhu! Darius wurde besiegt. Dratini, Level 26, Typ 1, Drachen. Owei, Level 28, Typ 1, Pflanze, Typ 2, Psycho. Kabuto, Level 30, Typ 1, Gestein, Typ 2, Wasser. Rihorn, Level 37, Typ 1, Boden, Typ 2, Gestein. Duflor, Level 50, Typ 1 Pflanze, Typ 2 Gift. Glurak, Level 78, Typ 1 Feuer, Typ 2 Flug. So, 101 Pokémon besitzen wir, 141 Pokémon haben wir gesehen. Super, Leute. Da haben wir auch wieder den Abspann. Haltung, Satoshi, irgendwas. Keine Ahnung. War ich jetzt zu spät beim Lesen. Egal. So, Leute. Eigentlich wäre jetzt die minimale Folgezeit erreicht, aber ich möchte noch nach Vertania City. In dieser Folge. Deswegen sehen wir uns den Abspann jetzt noch ein bisschen an. Bis das Ende auftaucht und dann mal sehen. Denn heute gibt es noch entweder eine böse oder eine gute Überraschung. Mal sehen. Bin wirklich gespannt. In der blauen Edition hatten wir eine äußerst böse Überraschung, die mir nicht wirklich gefallen hat. Aber mal sehen. Wir werden sehen. So, Produzenten. Europäisches Team. Der Typ hieß gerade Kraft. Lol. Naja. Besonderer Dank. Nochmal Produzent. Ausführender Produzent. Und da ist es vorbei. So, komm. Geht dich aus? Ja. So. Nochmal rein. Jetzt bin ich dann wirklich gespannt, Leute. Erstmal die Pokémon wieder heilen. Ich habe keine Lust auf dem Weg, dass so viele Pokémon kommen, dass Glurak dann Verzweifler macht und dann unten und wieder Items benutzen müssen. Darauf habe ich keine Lust. Unmächtig werden wir so oder so nicht. So, Fahrrad. Natürlich kommt ein Pokémon. War ja klar, dass wir nicht einfach mal kurz durchfahren können, so wie in der blauen Edition meistens. Bickel.
Und noch ein Pokémon. So, Vertania City. Da sind wir, Leute. So. Und jetzt bin ich... Jetzt möchte ich erstmal wieder heilen. Die zwei Attacken von Dratini. So. So, Leute, jetzt folgendes. In der blauen Edition waren, bis auf die Box, auf der wir gerade waren, alle Boxen plötzlich leer. Jetzt bin ich gespannt. Okay, hier haben wir unsere Pokémon noch. Mhm. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir in der blauen Edition gemacht haben. Aber in der blauen Edition sind Box 1... Box 2 und Box 6 leer gewesen. Es gab kein einziges Pokémon. Oder gibt kein einziges Pokémon mehr. Alle weg. Das ist richtig ekelhaft. Und ich bin deshalb am Überlegen, ob ich jetzt das Let's Play, das Let's Retro für die blaue Edition abbreche. Aber, also wenn hier die Box jetzt auch leer gewesen wäre, dann hätte ich eiskalt beide abgebrochen. Egal. Aber jetzt bin ich am Überlegen, denn in der blauen Edition, ist das wäre echt blöd. Also ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, bei der blauen Edition jetzt weiterzuspielen, nachdem alle unsere Pokémon, oder fast alle unsere Pokémon, einfach jetzt gelöscht wurden. Durch einen Fehler, keine Ahnung weshalb. Und ich glaube, ich mache das auch. Das heißt, ich werde auch hier, da es ja Zwillings-Spiele sind, werde ich auch hier die rote Edition einfach abbrechen. Einfach nur, weil ich keine Lust mehr habe, den fehlerhaften Spielstand der blauen Edition weiterzuspielen. Nachher kommt da auch nur noch weitere Fehler auf. Keine Ahnung was. Keine Lust. Oder, keine Ahnung, in 2 oder 3 Wochen taucht derselbe Fehler in der roten Edition auf. Da habe ich auch keine Lust drauf. Deshalb, gestern habe ich schon gesagt, dass ich vermutlich abbrechen werde. Heute die Gewissheit, ich werde es einfach abbrechen, Leute. Ich werde die blaue und die rote Edition jetzt abbrechen. Also heute die letzte Folge. Tja. Blöd, aber na gut. Ich meine, wir haben eigentlich alles, wir haben alles fertig, Leute. Wir haben alles fertig, was wir machen konnten. Höchstens, außer das eben, alle Pokémon zu haben, unsere Pokédex voll zu machen. Aber gut, egal. Das ist nicht so schlimm. Das könnt, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, was dann noch alles möglich ist, dann holt euch die Spiele oder ihr habt sie, dann spielt sie selbst. Wir werden es in der gelben Edition, die meisten Bugs, die in der blauen und der roten Edition aufgetaucht sind, wurden in der gelben Edition gefixt. Deshalb, ich hoffe auch dieser und in der gelben Edition, das ist im Grund, zählt das auch noch zur ersten Generation, im Grund dasselbe Spiel, nur ein bisschen verändert. Und Leute, wir werden da dann hoffentlich dort alle Pokémon kriegen. Aber gut, dann mit der gelben Edition geht es nicht sofort morgen weiter. Morgen gibt es dann erstmal wieder ein anderes Spiel. Nicht dauernd jetzt Pokémon, die alle Generationen durch. Nein, jetzt gibt es ein bisschen Abwechslung. Morgen kommt mal was anderes. Ich glaube, ich habe es eh schon gesagt, oder? Morgen kommt Zelda, The Legend of Zelda, das allererste Spiel. Der Trailer müsste sowieso schon draußen sein. Also von dem her, egal. Na gut. Dann wird jetzt nochmal gespeichert. Und dann sehen wir uns nicht mehr in der blauen Edition, nicht mehr in der roten Edition, sondern ab morgen dann in The Legend of Zelda. Ciao, Leute!